Willkommen zurück zu Enshrouded und unserem kleinen Giga hier, unserem Kamikaze-Giga. So, das habe ich in der letzten Folge gesucht, das Wort. Jetzt habe ich es. Also, gehen wir rein. Da unten müssen wir später hin. Da gehen wir auch noch hin. Vielleicht sogar noch in die Folge. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich möchte gerne erstmal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Metallschrott hier zusammenkriegen. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Wichtig ist, dass wir den Punkt haben, dass wir schön... dass wir schön respawnen können, falls wir sterben sollten. Ah, du bist das gewesen. Heieieiei. Hier explodiert ja alles. Gib mir eine Beere, eine leckere. Wenn es so weitergeht, geht unsere Waffe gleich kaputt. Wenn das so weitergeht, geht unsere Waffe... Das war der falsche Knopf, Giga. Unsere Waffe kaputt. Ja, aktuell kriegen wir noch keinen Metallschrott. Wir müssen uns gleich mal wieder ein bisschen aufladen mit Mimisma. So. Okay, dann können wir weitergehen. Müssen wir halt mal gucken, dass wir dann irgendwann mal hoffentlich bald noch eine Waffe finden. Weil sonst wird es schwierig. Sonst wird es sehr schwierig. Ne, weil die ist ja jetzt so gut wie im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und dann haben wir nichts mehr zum Verteidigen. Na, mach kaputt. Danke. Okay. Na? Ernsthaft. Ich will plündern. Plündern. Okay, dann haben wir hier wieder ein kleines Zettelchen. Und dann noch die müssen wir Überlebenstrank. Ist gar nicht mal so verkehrtes Zeug. So. Ah, da können wir uns wieder aufladen. Okay. War da Metallschrott dabei? Nicht, ne? Okay, lassen wir das mal ein bisschen hängen. Was? Nur ein so ein Zeug? Ah, da war noch eine Holzscheide. Okay. Metallschrott. Da haben wir den Elixierbrunnen. Da könnte man jetzt praktisch nochmal das Zeug mitnehmen. Brauchen wir also aktuell nicht. Ah, gehen wir halt doch schon runter. Gehen wir halt doch schon runter. So, wie sieht's denn aus? Okay, ja, gehen wir runter. Dann ist es halt so. Müssen wir den noch aktivieren? Nee, ne? Nee. Okay. Gehen wir runter. Mit einer kaputten Waffe. Wenn nicht, müssen wir die Fackel nehmen. Wenn nicht, müssen wir die Fackel nehmen. Gar keine andere Wahl. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Da ist ein riesen Pilz da hinten. Tentakel. Hi-Tentakel. Ja, hier unten gibt es ja so ein, zwei Kisten. Da gucken wir uns das mal durch. Vielleicht sollte ich mir doch mal das Werkzeug nach oben legen. Ne?
Na gut, da kriegen wir noch Holzscheitel. Da ist der Boss. Also sorry, aber bis dahin hatte ich halt auch im Stream schon alles gespielt, deswegen kenne ich mich da, also was heißt kenne ich mich aus, also ich habe das schon gesehen gehabt. Und den möchte ich jetzt eigentlich noch nicht klatschen, vor allen Dingen nicht mit einer kaputten Waffe. Das sind nur Holzscheitel? Okay. Ah, guck mal hier. Komm, gib Waffe, wollte ich gerade sagen. Gib Waffe, aber nee. Salz haben wir gefunden. Okay. Das heißt, wir gehen einmal weiter. Von hier kommen wir gerade, ne? Ja, da waren wir gerade. Da hinten ist eben der Bossfight. Den möchte ich jetzt, wie gesagt, ungern noch machen. Da möchte ich nicht gerne runterspringen. Okay. Es gab eigentlich noch eine andere Höhle, ne? Ich das noch richtig im Kopf habe. Das ist das. Ich glaube, es gab es doch oben irgendwo noch. Ja, genau. Oh, sehr schön. Ja, gerne. Nimm ich gerne mit. B. I. Charakter N. So, wir ziehen den hier an. Fallgeschwindigkeit. Ja. Den rüsten wir aus und den können wir eigentlich jetzt zerlegen. Dann kommt der mal weg. Wunderbar, dann legen wir den da hin. Machen wir es so. Sieht besser sortiert aus. Und dann haben wir jetzt einen schönen neuen Bogen. Der gar nicht mal so verkehrt ist für den Anfang. Reicht ja für uns. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hier hoch. Wir müssen eh gleich noch das Mimisma wieder aktivieren. Vielleicht gehen wir auch mal ganz kurz zurück. Und gehen den ursprünglichen Weg. Ich weiß gar nicht, können wir hier auch schon schnell reisen? Ich weiß nicht, Mimisma können wir nicht schnell reisen. Okay, weil wir ja hier auffüllen, ne? Da habe ich gedacht, okay, das passt. Nee. Epischer Kampf. Die Münzen nehme ich gerne mit. Wir brauchen Metallschrott. Na? Ich habe gerade gesehen, wir werden angegriffen. Die mit immer ihren Bomben da, ne? Nice. Okay. Ich glaube, da gehen wir noch nicht rein. Das war die Höhle, wo wir relativ fix verrecken, auf gut Deutsch gesagt. So, okay. Das lassen wir jetzt alles mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lang ging, ne? Wo gehen wir denn jetzt gerade? Ah, wir gehen ja weiter weg. Okay, ne, dann müssen wir zurück. Eigentlich möchte ich ja gerne zurückreisen. Brauchen wir halt nur einen höheren Punkt. Dass wir vom Mimisma weg sind. Das sieht aus wie ein Tor vor Mordor irgendwie. Gefühlt. Hier wären wir wieder. Hier unten. Eieiei, der Giga, der macht richtigen Content. Sage ich euch. So, kurz wieder aufladen, dann gehen wir ein bisschen weiter vor.
Weil wie gesagt, ich möchte halt hier noch nicht, das nehmen wir mit, danke. Hier ungern halt unten reingehen. Wenn wir eine kaputte Waffe haben. Oder halb kaputte. Ich weiß, wir droppen von ihm die Waffen. Aber das Problem ist, wir kriegen den ja nicht kaputt bis dahin. Okay. Ah, da oben ist doch die Brücke, ne? Ich hab dich gesehen, du kleiner Schlawiner. Oh. Nice. Oh, nochmal deinen Ring. Den hatten wir doch schon mal, ne? Kann das nicht sein? N-Giga? Ja, den hatten wir schon mal. Siegel der Wächter. Aber dann nimmt man halt nochmal. Habe ich kein Problem damit. Ziehen wir zweimal an. Das nehmen wir mit. Aber hier hätte man doch auch Metallschrott gekriegt, oder nicht? Ja, hier war nur Stoff und alles, ne? Ja, die nehmen wir auch mit. Es ist halt nur die Frage, wo, ne, wenn wir jetzt noch da weitergehen und alles, dann wird das auch ein bisschen schwieriger. Wir haben uns ein bisschen verirrt, aber nur ein bisschen. So, die Bobbele nehmen wir alle mit. Früher oder später werden wir dann auch erfahren, für was wir sie brauchen. Gut. Dann gehen wir da mal weiter. Ich mache wieder Sachen, die ich eigentlich noch gar nicht machen sollte. Ah, perfekt. Ah, jetzt sind wir hier. Es tut mir leid, ich kenne halt die Anfänge von Uncharted, ne? Ich versuche es auch, euch so wenig wie möglich zu spoilern, gerade am Anfang. Aber, ne? Was soll man machen? Dann gehen wir mal hier rein jetzt. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Metallschrott, perfekt. Das sind die Jungs, die wir jetzt hier brauchen. Oh, 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 okay. Die sind ekelhaft, die Jungs. Muss ich euch ehrlich gestehen. Können wir von hier? Aber wenn die einmal in ihrem Move sind, ne? Immer her mit dem Metallschrott. Lass mal kurz Lugi Lugi machen. Ich glaube, da oben irgendwo standen noch welche. Da hinten standen auf jeden Fall noch welche. Da haben wir ja gerade welche weggezogen. Ja, eine scheiß Bombe. Entschuldigung. So. Okay. Na dann, holen wir die Axt raus. Dann kriegen wir noch einen Holzscheitel. Da ist doch Metall dran. Sei doch nicht so geizig. Seid doch nicht so geizig. Aha, guckt mal da.
keine Munition mehr. Fuck. Haben wir echt alles schon verschossen? So, sehr schön. Okay. Haben wir echt alles schon verschossen? Da müssen wir ja neue Pfeile bauen. Da müssen wir neue Pfeile bauen. Da geht's runter. Was wir jetzt mitnehmen, brauchen wir später nicht. Mir geht's halt eigentlich nur da. Sind die feindselig? Gefahren in der Nähe, ja, das merke ich auch gerade. Ui, da hängt mal ein bisschen ab. Ich wollte gerade sagen, sind die Viecher feindselig? Ich sehe halt gar nichts. Ah. Wow. Danke. Wow. Die Bücher können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, für was wir sie brauchen, aber wir nehmen sie mit. Vielleicht ist es auch nur Dekokram. So, einen Moment, mein Auge juckt. Okay. Ja, da oben steht halt auch noch, wir haben halt keine Pfeile mehr. Können wir hier welche herstellen? Es wäre halt echt geil. Oh ja, wir können. Wir haben keine Äste mehr. So viel Holz in der Dash, aber keine Äste. Naja dann. Egal, aber Hauptsache wir haben nochmal ein paar Schuss. Weil der da oben ist unangenehm. Treffen wir den von hier. Perfekt. Wir müssen halt auch treffen, ne? Wäre halt vom Vorteil. Ah. Wir haben eh keine Äste, wisst ihr? Rucksack ist voll. Das kann mal weg. Die Bücher mache ich jetzt auch mal weg. Da machen wir noch ein, zwei Fackeln weg. Weil wir haben ja noch zwei in der Dash. So, jetzt hat. Gib mal ein paar. Können wir hier draußen rein zufällig noch irgendwas? Da hinten haben wir nur. Ah, da, guck mal. Können wir uns jetzt mal schnell noch Äste machen. Äste machen, Pfeile machen. Dass wir wenigstens etwas zum Ding haben. Zum Schießen. Toll, da kriegt man nur Holz. Wow. Okay. Nochmal mit Glück probieren. Perfekt. Da haben wir nochmal 10 Stück. Besser als gar nichts. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Die anderen haben wir ja auch schon verschossen. Ist aber nicht so wild. So, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen zu dem Typ. Ich weiß, dass da hinten auch noch welche sind. Wachen. Na, da unten ist er. Sehr schön. Haben wir ihn geheadshottet. Oh, jetzt ist er kaputt. Muss halt die Fackel herhalten. Oh, nice. Eine Waffe für uns. Eine Waffe. Okay. Jetzt wartet mal ganz kurz. Müssen wir mal gucken. Eine Waffe. Wir machen die Keule weg.
Von mir aus können wir die auch löschen. Sparen wir jetzt erstmal Platz. Die können wir jederzeit wieder herstellen. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Sense. Ne? So eine hässliche. Ich habe gelernt aus dem Stream. Nicht anfassen. Wir kriegen halt sehr viel Holz, ne? Ja, da haben wir noch ein bisschen Metallschrott dabei gehabt. Da habe ich jetzt gerade einen gehört. Ah, guck mal hier. Mal kurz was zu trinken. Ich versuche den immer zu hitten. So nehme ich. Und das können wir nämlich mal eh gedrückt halten. Perfekt. Juti. Voll der Stress hier. Na, da kommen wir da vorne hoch, okay. Gucken wir uns ja, da unten geht's nirgendwo hin. Ah, vielleicht doch. Okay, also ihr seht schon, wir sind hier schon... Ja, Metallschrott, immer her damit. Schon wieder eine Bombe. Naja, gut. Okay, dann sind wir am Ende eines Partes. Wir sind noch weiter unterwegs. Eigentlich sollten wir... eigentlich sollten wir wirklich hier hinten eigentlich erstmal alles machen. Aber ja, gut. Jetzt machen wir das als erstes und dann gehen wir dann irgendwann mal dahin. Metallschrott sieht da aktuell auch ganz gut aus. Haben wir jetzt schon... ne, das sind sie nicht. Wo haben wir's? Da, 19 Stück. Da kriegen wir vielleicht auch die neue Brustrüstung dann zusammen. Müssen wir mal gucken. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Part schaut. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder von Enshrouded und unserem kleinen Giga hier. Bis dahin, tschüss mit Öl.